Hallo und herzlich willkommen Leute zu diesem neuen Video, beziehungsweise ist es eigentlich eher ein Special, denn heute gibt es wieder richtig was für euch abzusahnen, wie letztes Jahr. Und zwar werde ich wieder hier bei Pyroland ein paar Pakete für euch zusammenpacken. Es wird einmal ein F1-Paket geben für die Leute, die unter 18 sind. Und für die Leute, die über 18 sind, gibt es einmal ein größeres F2-Paket und ein kleineres. Und jetzt an dieser Stelle schalte ich mich einmal ganz kurz von hier ein, denn ich erkläre euch ganz kurz, wie und wo ihr gewinnen könnt. Das Kategorie 1-Paket und das große Kategorie 2 Paket könnt ihr hier gewinnen. Ihr müsst natürlich einen Kommentar geschrieben haben. Das zweite Paket, also das kleinere Kategorie 2 Paket, das könnt ihr auf Instagram gewinnen. Sobald dieses Video hier online ist, kann man auf meinem Instagram-Profil ein Bild zu diesem Thema hier sehen. Und auch um damit zu machen, müsst ihr mich da abonniert haben, das Bild geliked haben und in den Kommentaren irgendeine Person markieren. Und die Gewinner werden einmal alle auf Instagram bekannt gegeben und ich werde auf den Kommentar antworten. Auslosung ist in genau einer Woche. Also haltet unbedingt YouTube und Instagram im Blick. Diese ganzen Bedingungen stehen nochmal unten in den Kommentaren. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem Kategorie 1 Paket. Das kann jeder gewinnen ab 12 Jahren. Die anderen beiden Pakete sind erst ab 18 Jahren. Falls ihr gewinnt und noch nicht 18 seid, müsst ihr mit euren Eltern reden, ob die das Paket annehmen würden. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, das F1 Paket zu packen. Also hier sind wir schon mal in der Bengal-Ecke. Eigenprodukte von Pyroland, Elfenfeuer, Rot, Gelb und Grün. Oh, Weko bengalische Fackel, Einhornglitzer, Rot-Silber. Das sind so bengalische Fontänen, Glitzerfeuergold. Nehmen wir auch mal. Hier haben wir einiges an F1. Eine ganze Palette mit Crackling-Bällen. 100 Stück. Die sehen interessant aus. Wir packen einfach mal als Vergleich hier die Nico-Knatterbälle auch da rein. Aber hier sehe ich noch so Spinner. 24 Grillende. Luft, F1, glaube ich. Okay, die nehmen wir auch. Bonsai, so kleine Nico-Fontänen. Nehmen wir mal hier ein paar Stück davon. Strobe von Nico. 40 Sekunden Brenndauer steht drauf. Dann haben wir hier nochmal was Blinkendes, die Flashing Thunder. Feuerringe, auch ein Klassiker. Die Feuerspucker-Vulkane. Noch mehr Knatterbälle. Zum Vergleich, Crystal Fontänen von Leslie. Das ist, glaube ich, auch eine Neuheit von Weko. Sieht sehr interessant aus. Es ist quasi so eine bunte Zündschnur vorne dran. Pyropeitsche und hier Gold- und Silberregen. Nico Biene und dicke Brummer haben wir auch noch. Spinning Blink von Bröckhoff. Ja, hier wird gerade ein bisschen neben uns gearbeitet, aber ich hoffe, das stört nicht. Anzündlichter. Die sehen aus wie Bengalos. Die sind doch irgendwie so schwer. Meteoriten. Das sind quasi die Knatterbälle ohne Ball. Summer Fountains gibt es auch schon ewig mit Vulkanen und Fontänen. So, und jetzt gehen wir weiter zu den Sortimenten. Dafür müssen wir aber in einen anderen Bunker. Also, bis gleich. Hier habe ich gerade schon gesehen. Feuerschwert. Hier steht der Wagen. Was hattest du hier? Das Party jetzt. Oh, die Party jetzt. Glückspilz. Hier haben wir schon zum Beispiel das Freibeuter von Explode. Riesenkinderspaß, meine ich. Tada! Alle guten Dinge sind drei. Kids Arena. Dann haben wir hier drei schöne fette Sortimente. Also Leute, das F1-Paket ist jetzt fertig. Und dann geht's weiter mit dem F2-Paket, was ihr auf Instagram gewinnen könnt. So Leute, jetzt kommt das F2-Paket. Das erste, das kleinere. Böller deinen Namen. D-Böller mit verschiedenen Namen drauf. Wir stehen hier jetzt vor den Dreiklang-Bombenrohren. Das absolute Highlight des ganzen Lagers. Das Cracker-Gold. Das packen wir einfach zweimal rein. Und wir nehmen hier jetzt mal noch zwei andere. Da haben wir einmal Brokat und Checker-Cracker. So, dann haben wir natürlich hier auch Single-Shots. Koko-Glitter, Brokat. Noch ein Dreiklang. Das BKS. So, wir befinden uns jetzt im nächsten Gang. Die Schreckschrauben. Wenn man hier jetzt im Vergleich guckt, die Schreckschraube. Viele denken, das Ding ist so groß wie ein Moskito von Leslie. Nein. Es ist nicht so. Guckt euch das Teil an. Die Dinger packen wir auch mal rein. Aber für euch dann natürlich auch zum Testen. Könnt euch selber überzeugen. Packt mal die Moskitos auch einmal rein. Die Creepers. Nochmal was zum Fliegen. Könnt ihr ja mal gucken, was höher fliegt. Ob es die Crackling Birds sind oder vielleicht auch die Schreckschrauben. Wer weiß. Wir nehmen mal hier noch so verrückte Böller. Die El Toro und Sputnik. Das ist so ein Fliegeteil von Weko. Römische Lichter. Oder wir nehmen hier mal so eine Dreierpackung, ist das, glaube ich. Wir haben hier gerade noch was gefunden. Das F1. Das kommt natürlich auch noch in unser F1-Paket. Hier kommt es auch noch mit rein. Das Knallkraut von Leslie. Flammkuchen. Hier nehmen wir auf jeden Fall schon mal eine Neuheit und zwar die Siva. Fette Fächerbatterie. Die The Maze, sehr, sehr schöne leise Batterie. Auch Fächer, auch eine Neuheit. Die Bloody Blue. So, und damit erstmal die Goldfans nicht zu kurz kommen. Die Brocade Garden. 36 Schuss, aber wirklich richtig fett. Und irgendwie meine Lieblingsbatterie, gerade auch für den Preis, Preis-Leistung, ultra gut. Prop Joe. Also Batterien haben wir jetzt. Jetzt kommt noch ein bisschen Leuchtfeuerwerk. Ja, also hier Regal mit Vulkanen und wir nehmen jetzt natürlich den hier von Pyroland, den neuen Queen of Welding. Nehmen wir die hier. Naughty Screamers. Also Leute, das hier ist jetzt das erste F2-Paket, was ihr über Instagram gewinnen könnt. Und jetzt packen wir noch das zweite größere F2-Paket, was ihr wieder hier unter dem Video gewinnen könnt.
So, jetzt das zweite F2-Paket. Wir fangen wieder hier vorne an. Alle drei von den Single-Shots. Den 7er BKS-Schlag. Den einer kriegt aber auch einmal dazu. Auch hier sollen natürlich die Böller nicht zu kurz kommen. Genau. Jetzt nehmen wir die beiden hier. Da haben wir einmal Koko-Glitter und einmal Glitter-Flitter. Dann einmal ausparken. Rocket Strike mit Leitwerk, also so Leitwerk-Raketen. Da ist schon der Abschuss krass. Die nehmen wir auf jeden Fall mal dazu. Turbo-Staffel mit verschiedenen Fliegern. Und die Vampire. Haben wir auf jeden Fall was zum Fliegen. Das ist schon mal gut. Wir nehmen hier mal die roten Korsaren. Und hier so ein bisschen römische Lichter. Die hatte ich sogar zu Silvester von Leslie. Echt ganz coole Teile. Und hier so ein Starklicht in Rot. Eine kleine Packung mit Crazy Bees. Natürlich die Schreckschrauben. Auch hier wieder als Vergleich eine Packung Moskitos dazu. Hier packen wir mal hier so eine kleine Batterie dazu. So eine kleine Five-Batterie. Das sind auch krasse Teile. Die Titanfunkenböller. Der erste von euch, also der mit dem größten Paket, kriegt natürlich eine Proud and Loud. Ist ja wohl selbstverständlich. Die packen wir mal hier rein. So, und aber natürlich auch eine Neuheit. Die Fallout. Die muss man einfach mal live gesehen haben. Das ist einfach so. Das Ding ist einfach krass, ich sag's euch. Cerntava. Eine ganz besondere Batterie, muss man dazu sagen. Die passt schon kaum mehr hier rein. Eine gibt's aber noch. Und zwar muss man hier wirklich aufpassen, wie man die hinstellt, weil die schießt nicht nur gerade, sondern hat auch einen eingebauten Fächer. Das Explosive Car von Pyroland mit 5 verschiedenen Kubis mit irgendwelchen Effekten, Blinker-Effekt und normale Kubis und so. Das Ding packen wir auch mit ein. Von Weco, die Bloody Mary. Muss man wirklich sagen, eine echt gute Batterie, die Tanz der Vampire. So, jetzt wird's knapp. Ich glaube, mit Batterien passt das schon fast. Da hat man auf jeden Fall schon ein Riesenfeuerwerk. Natürlich die Dreamstalker-Raketen. Pyroland-Raketen auch dieses Jahr neu. Und damit der Spaß auch nicht zu kurz kommt, nehmen wir hier noch so ein kleines Familiensortiment. Hier mit allem Möglichen drin. Dann hätten wir jetzt noch Leuchtfeuerwerk. Da nehmen wir natürlich den Queen of Welding, der Elektrum-Vulkan. Packen wir auch mal mit rein. Und ich glaube, dass, also viel geht nicht mehr in den Wagen rein, würde ich sagen. Hier passt jetzt noch ein kleines Leuchtsortiment rein, das Magus. Ein paar Fontänen und so, packen wir auch noch mit rein. Ich würde sagen, der Wagen ist voll, wa? Vollgepackter Wagen für das dritte fette Paket. Wir stellen jetzt mal alle Wagen zusammen und dann könnt ihr hier nochmal gucken. Also Leute, das sind jetzt hier die drei Einkaufswagen, die bei unserer Tour hier zustande gekommen sind. Den könnt ihr hier unter dem Video gewinnen. Bei dem großen ist das genauso. Und bei diesem kleinen hier könnt ihr auf Instagram gehen und da seht ihr dann das Bild von diesem Wagen. Ja Leute, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Wie gesagt, kommentiert auf jeden Fall und haltet das auf jeden Fall im Blick. Das heißt, wenn ihr gewonnen habt, dann müsst ihr auch innerhalb von ein paar Tagen antworten, sonst wird das weiter verlost. Und ja Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann und haut rein. Sorry.